sieht der also wenn wir gucken heute. Oh, guck, ich sehe mit Schuss, jetzt das nein, ist jetzt das gut. Ist jetzt was? Noch einen Moment. Ja, ich habe ihn da wieder verloren. Geschätzte Zuschauer, wir begrüßen Sie zum Dreistellungsfinal in Thun am 2. September. Ich bin hier am Moderieren mit dem Dani Burger zusammen. Der Dani Burger ist Cheftrainer vom Schweizerischen Schützenverband. Und wir werden Sie durch das Final mit den Frauen, die 3x40 Qualifikation geschossen haben, kniend, liegend und stehend werden wir sie führen. Wir sind nicht ganz sicher, ob sie uns jetzt hören, aber wir machen selbstverständlich gerne weiter. Dani, was ist deine Hauptaufgabe beim Schweizerischen Schiessverband? Also ich bin Leiter Bereich Spitzensport Nachwuchsförderung. Was ist da mein Job oder meine Aufgabe? Das Allerwichtigste ist, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. es geht immer um Geld, das ist ja leider so. Man hat ein gewisses Budget, das man zur Verfügung hat. In dem Sinne muss man alles erledigen können. Das ist mal sicher das, aber eine gute Planung braucht es. Es braucht einen guten Plan, wie man vorgeht, wo man Wettkämpfe besucht, die Reiserei, dass das nicht too much wird und so. Und ja, und es ist Tag für Tag eine Herausforderung, vor allem in einem Sommerjahr, das jetzt war, wo man eigentlich keine Wettkämpfe hat. Ist sehr kompliziert. Zuerst hat man Wettkämpfe verschoben, Wettkämpfe abgesagt, wieder neue Wettkämpfe angesagt, die Wettkämpfe wieder müssen absagen. Also man hat die Arbeit 3-4 Mal gemacht in diesem Jahr. Also viel mehr Arbeit hat man gehabt, als man etwas sonst hat. Für die Athleten aber eine ganz schwierige Situation mit dem Corona. Ein halbes Jahr eigentlich ohne Wettkampf. Heute der erste richtige oder wichtige Wettkampf von der Elite Dame jetzt hier. Da freuen wir uns natürlich sehr. Jetzt für das Finale und guck jetzt, was da möglich ist. Nina hat uns schon kleine, Dinge gezeigt. Hast du mir nicht gefällt, Dings gegeben? Nina hat uns schon kleine Kostprobe können geben heute. Sie hat der Qualifikation ihre Klasse gezeigt. Weltklasse-Resultat mit 11,79. Und man schon muss sagen, man hat das geplant gehabt in den letzten Wochen, Monaten. Für sie das Highlight von diesem Sommer, diesem Jahr. Und dass sie jetzt da doch jetzt so können schiessen, ein gutes Resultat, freut uns alle. Aber sicher sie am meisten, ist klar. Wir haben im Moment ein bisschen Bildproblem. Ich weiß nicht, wie das daheim ist. Bei uns ist das Ganze offline zurzeit. Wir hoffen, daheim haben wir vielleicht doch ein Online-Bild. Darum tun wir hier weiter moderieren. Wir können vielleicht schnell vorstellen, wie der Wettkampf vor sich geht. Also wir haben ja eine Qualifikation gehabt, jetzt mit 3x40 Schuss. Also 40 Schuss kniend zuerst, dann liegend und am Schluss stehend. Jetzt in der Qualifikation ist es ja nicht darauf angekommen. Sie haben normal, also sie haben sich so viel Zeit nehmen, zum Umstellen zu gewähren, wie sie haben wollen. Jetzt im Finale ist es anders. Also sie sind jetzt am Probeschiessen und es gibt nachher einen kommandierten Start für ein Finale. Dann können 3x5 Schuss in Serie in je 200 Sekunden kniend. Dann haben sie 7 Minuten zum Umstellen von kniend auf liegend. Dann können wieder 3x5 Serien liegend in 150 Sekunden. Ist das richtig, Dani? Ganz genau, ja. Genau. Und dann haben sie von liegend auf stehend zum Umstellen haben sie dann aber 9 Minuten. Genau. Also Umstellen heisst natürlich auch Probeschiessen in der Zeit. Genau.
Genau, das ist richtig. Mhm. Also für das Publikum normalerweise, also zwischen den verschiedenen, also zwischen Knien liegend und stehend, tut man das Gewehr und auch die Jacken und so weiter, tut man umstellen. Und da haben wir auch Zeit zum Probeschiessen, aber man hat nur die 7 bzw. die 9 Minuten der Zeit zum das Gewehr umstellen, zum die Jacken umstellen. Und das ist sicher auch eine Herausforderung, das muss man auch üben. Genau. Weil in einem Weltcup-Final ist das genau gleich. Ja. Man sieht so hier die Probe, die ist fertig. Im Moment läuft da gerade die Vorstellung von der Athleten jetzt. Es wird gerade eingeblendet, das Resultat, das geschossen wurde in der Qualifikation. Man sieht das. Überlegen, hat das gewonnen, Nina Christen. Mit 11,79. 11,79 ist 5 Punkte unter dem Schweizer Rekord im Moment. Das ist mit 11,84. Punkt unter dem Weltrekord ist das. 11,79 ist also ein absolutes Weltklasse-Resultat. Sie hat auch kurze Kostprobe gegeben, klaren Vorsprung auf die anderen. Es war nicht einfach gewesen, Nachmittag. Qualifikation, es hat Wind gehabt, haben einen Haufen Athletinnen zu kämpfen gehabt damit. Bei den Nina ist das irgendwie vorbeigegangen, als wäre nichts. Also schon, eben ist mehr eine super Leistung von ihr. Also man kann schon sagen, am Anfang ist eigentlich schon relativ schnell mal klar gewesen, dass für Qualifikationssieg, wenn man dem mal so will sagen, nur Nina oder Silvia in Frage kennt, die haben nach kniend und liegend haben sie beide gleich viel gehabt. Also die, Nina hat sehr gute 396 Knien geschossen. Silvia Ginja 393. Dafür hat dann Nina liegend, ja, sie hat einen 97er Pass gehabt, 394. Und Silvia ist der höchste liegend mit 200er Passen. Da kann man sagen, es ist Silvia und die Valentina Calore sind die einzigen gewesen, die liegend, muss man sagen, liegend 200 Passen geschossen haben. Das ist eigentlich auf dem Niveau äußerst selten. Es hat auch nur 8 Schützinnen gehabt, die je 100 Passen geschossen haben. Ja, mit dem Wettkampf, mit dem Wettkampf hier sogar stehend. Chiara Leone hat 100 Passen gehabt, die zweite. Hat sie auch gezeigt, dass sie eben stehend die letzten 2-3 Jahre riesige Fortschritte gemacht hat. Ja, und das hat sie heute wieder angedeutet, Chiara. Super Wettkampf geschossen stehend, sehr gut. Sie hat Luft gegeben, riesen Fortschritte gemacht im letzten 2 Winter und ist mittlerweile auch für uns schon, ja, sagt dem Teamstütze geworden. Es ist nicht nur Nina Chiara, wo wir wissen, ich kann ganz in die Führung kommen. Also wir haben gerade Nina Christen im Bild. Nina Christen hat auch bereits schon Weltcup gewonnen. Ist ja der Olympiade gesehen, hat dort einen 6. Platz gemacht. Sensationell, das darf man sagen. Ja, und das letzte Jahr Europameisterin, nebst dem Weltcup-Sieg, hat sie noch Europameisterin gemacht. Das ist die erste Dame, Schweizer Dame, die ein Dreistellungsmatch Europameisterin, also Titelwettkampf gewinnen konnte. Wir haben viele gute Damen gehabt, Gabi Bühlmann, Annick Marge, die dritt wurde an der Weltmeisterschaft, das ist wirklich eine hervorragende Athletin, aber bei den Nina ist das einfach noch ähnlich Spürchen vielleicht mehr da, und das Niveau, muss man einfach sagen, sie hat auf den Punkt, wenn es darauf abkommt, ist sie immer wieder bereit. Steht sie wirklich ihrem Mann, ihre Frau und kann das wirklich abliefern, was man eigentlich manchmal gar nicht für möglich hält. Das ist schon so. Die Schützinnen fangen jetzt dann an. Sie sind jetzt ja bereits vorgestellt worden. Das mache ich vielleicht auch noch schnell. Wir haben jetzt halt etwas anderes geredet, aber ich werde das schnell nachholen. Also wir haben Beat Christina, wo 80 war von der Qualifikation, sie kommt von Embrach und schiesst bei Winterthur Stadt, hat Jahrgang 95, sie ist Fachfrau Betreuung, Kleinkind, sie schiesst seit 15 Jahren, sie hat 2 Finalteilnahmen im 3x40 von den Frauen der Schweizer Meisterschaft, das ist ihr Erfolg beim Kleinkaliber und mit dem 300 Meter, also mit dem Grosskalibergewehr, hat sie mehrere Schweizer Meisterschaftsmedaillen erreicht. Dann haben wir Calori Valentina, sie ist 7. für die Qualifikation, hat 1158 gehabt, also schon ein recht gutes Resultat, darf man sagen. Sie ist uns bei Domo Temps, ist Zeichnerin, Ingenieurbau, ihre Hobbys sind Kochen und Lesen, Jahrgang 99 und sie hat
an der EM bei den Juniorinnen hat sie gewonnen, liegend Einzel und liegend mit dem Team und mixed einen dritten Rang. Sehr tolle Resultat. Dann haben wir Stark Franziska, sechste von der Qualifikation. Stark Franziska, sie schiesst für Olten, wenn es mir recht ist. Kann ich jetzt dann gerade sagen. Nein, Sportschütze Gossau, Entschuldigung. Und kommt von Rorschach. Sie ist Jahrgang 99. Ihre Hobbys sind Biken. Sie schiesst seit 2009. Und ihre bedeutenden Erfolge sind liegend mit dem Team bei den Junioren, hat sie einen ersten Rang 2019 erreicht. Schwierig jetzt vielleicht zu sagen, dass sie in der Weltmeisterschaft fünfte war vor zwei Jahren und zuletzt schon vierte in der Europameisterschaft. Also ist ein hoch, sage ich mal, für uns Hochpotenzial, Franziska. Muss man schon sagen, also da denke ich schon, dass viel mehr noch möglich wird sein im nächsten Jahr, wenn sie professionell auch trainieren kann. Gut, das Match ist freigegeben. Sie haben jetzt, fangen jetzt an mit der ersten Fünfer-Serie. Ich möchte jetzt noch schnell Chiara Leoni vorstellen. Wir haben sicher nachher für die anderen noch der Zeit dann für die Vanessa Hofstetter, Peter Lustenberger und Silvia Ginner und Nina Christen. Nina Christen, sehen wir jetzt gerade den ersten Schuss bereits 10,8. Ja, also, Chiara Leone, sie kommt von Frick und tschüss bei der Sportschütze Frick. Sie ist Studentin, Teilzeitstudentin Lebensmittelwissenschaften an der Berner Fachhochschule und ist auch noch Profi mit Schiessen. Sie hat Jahrgang 98, macht Hobbysport allgemein. Dann ihre bedeutendsten Erfolge sind ein dritter Rang im Dreistellungsmatch am IWK Berlin 2019 und ein dritter Rang am Ligamatch der Schweizer Meisterschaft 2019. Luftgewehr, da ist sie erster und dritter gewesen am Luxemburg 2019, ein vierter Rang an der Schweizer Meisterschaft 2020. Sie hat mit der Elite an der EM teilgenommen mit dem Luftgewehr 2019 und 2020. So, also wir sehen, die ersten werden jetzt dann schon gleich fertig sein mit den fünf Schuss. In Führung hätte ich jetzt gesagt, Im Moment ist Silvia vorne. Silvia Ginner hat sehr schnell geschossen. Verhältnis eigentlich relativ ruhig und doch die Schussbilder im Moment zu gross für die guten Verhältnisse. Ein bisschen Lichtwechsel noch. Ich sehe die erste, Nina, hat da jetzt noch die letzte gut können setzen mit dem 10-8 gestartet, 10-7 ausgeschossen, 51-9, sehr gutes Resultat, also ein gutes Resultat, also international, das ist nicht nur hier gut, also es wäre auch wirklich gut, wenn man Welt, aber eine Weltmeisterschaft, so ein Resultat, so mit 51-9 startet, jederzeit nimmt man das, also das ist wirklich gut. Also, Nina hat die Führung übernommen mit 51,9 Punkten. Zweite ist Chiara Leone mit 51,6. Dann haben wir Silvia Ginia mit 51,5. Dann mit 50 Valentina Galvori. Dann Christina Beard auf dem 5. Rang mit 49,7. Vanessa Hofstetter 49,5 auf dem 6. Rang. Franziska Stark auf dem 7. Rang mit 48,7. Und auf dem 8. Platz Petra Lustenberger mit 8. 40,0, also bereits 3,9 Punkte hinter der Nina. Also das ist schon relativ viel für eine 50. Sicher, und vor allem eben, Peter ist auch eigentlich Athletin, die mehr kann. Das ist so. Ich habe letzte Woche sehr gut trainiert, Petra. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht vom Start. Ich kann mir vorstellen, dass das sicher besser wird noch. Ich hoffe es wirklich. Es wäre schade für sie, weil sie sind doch sehr gut trainiert letzte Woche. Und ja. Aber eben Wettkampf, Schweizer Meisterschaft ist halt doch immer ein bisschen anders, Eigendynamik, das Ganze nimmt. Es sind manchmal wirklich ganz gute Athleten, das hat man gesehen. Heute fehlen ein paar Athleten, die ich eigentlich schon gedacht habe, sie wäre im Finale. Also die Überraschung heute ist sicher Christine Wert. Die hat mir also wirklich um falschen Bein verwünscht, dass sie dabei ist. Ja. Hat sehr viel Freude, hat diese Woche nochmal mit ihr ein persönliches Gespräch geführt, dass sie vielleicht doch wieder, könnte sich vorstellen, für Kader mitschießen. Also ich möchte sie gerne wieder dabei haben. Habe mit ihr über das geredet. Ausbildung, Job, ist das alles immer auch sehr schwierig, dass man das aneinander vorbeibringt.
ja, aber dass sie dabei ist, zeigt auch ihr Talent, das sie hat, oder eben auch ihre Einstellung zum Ganzen, wie man es macht, oder? Und eben sind die ein paar Athletinnen, wo ich wirklich erwartet habe, dass sie dabei sind. Ja, Nadia also Kübler, Zeugen Muriel, aber auch Brühlmann Andrea, ja. Oder, wo wirklich, auf dem, sagen wir mal, irgendwo ein Loch hatten, etwas ist nicht funktioniert, weg sind sie. Also, Muriel Zeuger ist ja klar auf Finalkurs gewesen, also hat 3,86 Knie gehabt, 3,94 liegend. Und nachher schon eigentlich bescheidene 94, 93, 91, 92 ja, stehen. Dort muss man es noch nicht unbedingt schönreden, es ist wirklich nicht gut. 370 ja. Punkte für sie ist nicht gut. Ich habe vorhin auch noch kurz mit ihr geredet, unerklärlich, der Körper hat einfach nicht das gemacht, was sie wollte. Vibration, sprich, hat komisch immer geschlagen, jetzt ganz komisch. Muss man sicher genau analysieren, was da los ist, oder? Ist unerklärlich für sie, für den Trainer auch. Die haben natürlich jetzt vorher schon die ersten Gespräche geführt, was ja. Könnte los sein, ja. Und ja. Aber eben, noch hin ist, jetzt kommt das, so ein Jahr wie jetzt. Kaum mitkämpfen. Vielleicht gerade schnell unterbrechen. Ja. Entschuldigung. Gut, wir haben die zweite Reihe hinter uns. Nina Christen führt mit 103,6. Nur ganz knapp vor der Silvia Ginjar mit 103,3. Auf dem dritten Rang Valentina Calvori mit 101,6, dann Christina Beard, wo uns eher überrascht hat, mit 101,2 auf dem vierten Platz, dann Chiara Leone mit 99,8, fünfte, dann Vanessa Hofstetter mit 99,7, sechste, Peter Lustenberger hat den Platz gut gemacht, 97,1 auf dem siebten Platz und Franziska Stark jetzt achte mit 96,0. Also, wie gesehen, auch hier jetzt, ganz klar am stabilsten im Moment, sind eigentlich Nina, die wirklich, wie sagen, Weltklasse-Athletin ist, aber auch viel Routine. Silvia Ginjar zeigt da wieder ein ganz gutes Finale, ist eine Top-Athletin seit vielen, vielen Jahren. Hat die letzten zwei, drei Jahre, muss ich sagen, wirklich noch einmal können Fortschritte machen. Da sieht man, beim Schiessen ist es nie zu spät. Man kann immer noch dazulernen, man kann immer noch besser werden. Also Silvia, muss ich sagen, hat mich schon überrascht, dass sie jetzt wieder so ein Niveau hat, muss ich sagen. Ich eigentlich gedacht, ja, jetzt ist, glaube ich, ja, es ist vorbei für Silvia, aber sie hat das ja, also wirklich gesagt viel. Sie hat jetzt etwa den 5. Frühling, sage ich dann. Sie hat mal gesundheitliche Probleme ja. gehabt und die sitzt hinter ihr, es geht ihr besser und sie macht das wirklich toll. Ja, Freude ist für uns natürlich immer auch eine Chance, solche Athleten dürfen dabei zu haben. Man glaubt immer, ja, nur Junge. Ja, es ist wichtig, wie ganz viele Junge, Chiara, Jahrgang 98, Valentina, Jahrgang 99, Stark Franzi, Jahrgang 99, aber auch jetzt nicht im Finale, Muriel, 98er Jahrgang. Schade. Das ist ein Haufen junge Leute und die dürfen noch lernen und die haben noch Zeit und die müssen nicht heute gerade ganz vorne sein. Aber es ist halt so, es muss schnell gehen mit dem Lehren, man muss vorwärts kommen. Gerade zurück zu der Silvia. Silvia ist natürlich auch vor 25 Jahren schon ganz eine gute Schützin gewesen. Das ist nicht erst seit gestern. Sie hat einfach jetzt wirklich den, wie schön, wie man schön sieht, den 5. Frühling effektiv, den 5. Frühling verwünscht in diesem Jahr. Pause gehabt, längere. Und manchmal so Pause gehabt von sehr Routiniers oder ältere, Schützen. Tut manchmal sogar gut. Dann kommen die zurück und sind frisch. Die hier Haufen trainiert früher. Haben das nicht verloren und das zeigt sich jetzt eigentlich ganz gut jetzt. Also man sieht auch, dass sie professionell arbeiten, das darf man sicher sagen. Also sie weiss, um was es geht. Ja, wir sehen gerade die Valentina Calvori im Bild. Sie hat vorher leider ein 9,0 geschossen, ist aber trotzdem immer noch gut unterwegs. Jetzt klare Führung mit fast 1,6 Punkte Vorsprung. Haben wir jetzt Nina Christen. Dann auf dem zweiten Platz Silvia Ginjar mit 153,7. Ich darf vielleicht noch schnell sagen, jetzt sind ja bereits die drei Fünfer-Serien durch. Das heisst, wir haben jetzt ein Zwischenklassement und jetzt haben die Athletinnen 7 Minuten der Zeit, um die Waffen und das Gewand umzurüsten. Es gibt einige, die vielleicht sogar die Schiesshosen ausziehen, um liegend zu schiessen. Genau, ja. Wir können Ihnen jetzt schnell das Zwischenresultat bekannt geben. Nina Christen mit 155,3. Nicht jetzt wahnsinnig weit weg. Da ist noch nichts passiert. Im ersten Rang. Dann im zweiten Rang Silvia Ginjar mit 153,7.
Dann 151,8 gibt Leone Chiara. 1,9 Punkte hinter der Silvia. Dann die Valentina Galvori im vierten Platz mit 151,6. Also immer noch nach dran Podest. Dann Christine Beard mit 150,9 auf dem fünften Platz. Sechste Vanessa Hofstetter mit 150,3. Dann siebte Petra Lustenberger mit 149,4. Und stark Franziska auf dem achten Platz mit 145. Das ist jetzt für mich schon eher eine Überraschung, muss ich sagen. Das, 145 das ist Franzi, das Franzi jetzt gerade so viel Rückstand hat, das überrascht mich. Eben Petra hat jetzt im letzten 5 Schuss mit 52,3 schön können aufholen noch einmal. Also das ist noch nicht vorbei. Also Petra sage ich immer noch, es ist sehr starke Sternschützin, sie kann immer noch vorkommen, da bin ich überzeugt. Aber wie ihr jetzt gesehen, Chiara hat den letzten Teil mit 52,0 beendet. Die letzten 5 Schuss, auch das sehr gut, hat sich gerade mit dem auch vorgekisst. Peter Lustenberger mit 52,3. Naja, eben. 52,3 ist top, he? Ja. Also, eben hier sieht man schon, eben, wie ich vorhin gesehen habe, Peter hat sehr gut trainiert letzte Woche, hat jetzt da nicht ganz optimal gestartet, die Finale. Man sieht es jetzt gerade im Bild, wie sie da tut, umrüsten. Das sind auch routinierte Athleten, das sieht man jetzt so, es geht relativ schnell das Umrüsten und doch nicht in Hektiklasse aufkommen. Man sieht das vor allem bei den Nina jetzt, da geht es alles in Ruhe. Da ist nicht wichtig, dass man 7, 8, 10 Schuss kann schiessen kann, sondern geht es darum, dass man gute, qualitative 3, 4 Schuss kann schiessen und die müssen sitzen. Und, hat dann Petra vielleicht eher gegenüber jetzt der Nina eher Mühe in einen Wettkampf hineinzukommen, dass sie jetzt die ersten 2 Passen eher, ja, sie hat tief geschossen, das darf man sagen. Die 52 Leute sind top, die sind gut. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Also, ich glaube, Petra, eben, wie man noch gesagt, die Training, schwierige Training so zum Teil gemacht worden seit letzter Woche, da hat sie auf den Punkt vor dem ersten Schuss auch immer hervorragend geschossen. Sie ist einfach situationsbedingt, dass etwas nicht genau stimmt. Man ist vielleicht noch ein bisschen aufgeregter, nervöser. Und sofort hat man den anderen Neuner geschossen, schlechten Neuner. Das ist das, was halt leider ein bisschen ihm zurückwirft. Aber eben jetzt, sie hat also gesehen, zeigt am Schluss mit 52,3, dass sie da auch voll dran ist. Was macht denn ihr mit den Schützen bezüglich mentalem Training? Also wir haben da Begleitung, Passport, Sportpsychologie. Da geht es vor allem um Gruppensettings. Das ist in der Trainingswoche, wo da immer wieder so ein Setting-Tool geplant wird, durchgeführt wird, dass sie im Jahr 10 bis 15 Sitzungen mal in der Gruppe sind. Und dann hat jeder Athlet jetzt verschieden, die einen machen mehr, die einen weniger. Aber die Athleten haben selber ihren Sportpsychologen. Das ist schon so. Das ist nicht mehr so, wie ich glaube, 25 Jahre oder 30 oder zum Psychologen gehen, was ist das, bist du krank, bist du nicht zweck, das ist überhaupt nicht mit dem zu tun, sondern Sportpsychologie ist eine Technik, das ist eine Trainingstechnik, das ist gleich, wie man schiessen tut, eine Technik, die erlernt werden kann und ich denke, das ist heute nicht mehr ganz weit weg, sondern bei uns im Sport natürlich ganz wichtig. Darf ich da schnell unterbrechen, ja. wenn wir jetzt vergleichen, Wir kennen ja Schwingsport, wir kennen Triathlon und so weiter. Da wissen wir ja, die machen alle mentales Training. Ist es nicht so, dass dann unsere Schützen, die ja eigentlich vor allem mental stark sind, dass sie da mit Schiessen realisieren können, dass sie vielleicht sogar zu wenig machen? Das tun wir uns natürlich immer wieder fragen. Aber ich muss jetzt sagen, also wir machen im Vergleich, und da kenne ich natürlich zu anderen Sportarten eben mehr. Das ist das, was man nicht glaubt. Wir machen sehr viel in diesem Bereich. Hast du schon gesehen, wenn man trainiert, das heißt, wenn man jetzt zum Sportpsychologen gehen würde, Tag für Tag, das ist, wie man jeden Tag sich irgendwie jemandem ausliefert. Nur, in der Skisalage, musst du das selber können, machen. Das heißt, der Sportpsychologe gibt dir wie Aufgaben, die du daheim erledigst. Die tust du nachher wie trainieren, kommst zurück zum Sportpsychologen nach einem halben Monat, und hast die nächste Sitzung mit dem. Die Sitzungen dauern meistens so 90 Minuten, 2 Stunden, wo man jedoch alles durchgeht, die besten Leute, da wissen sie das ganz genau, da ist jeder eigentlich monatlich beim Sportpsychologen. Ich rede immer vom Sportpsychologen, ich rede nie vom Mentaltrainer, weil Mentaltrainer ist ein Teil von der Sportpsychologie. Und das wieder mal festzuhalten. Das Autogentraining finde ich noch viel wichtiger, ich persönlich. Aber es gibt vor allem, dass man bei der Sportpsychologie oder bei dem ganzen Training sehr strukturiert ist, dass man wirklich eine Struktur hat, dann auf einen Wettkampf, wie man das löst, wie man das macht, dass man gute
Entscheidungen trifft. Und die Entscheidung hat man nur ganz wenig Zeit. Man muss sofort entscheiden. Und das ist das, was man eigentlich vorbereitet über Monate, Jahre. Ja, ich meine, klar hat ja auch jeder Schütze eine eigene mentale Stärke. Wie auch immer. Für uns ist sicher wichtig, dass wir ein tolles mentales Training haben, dass wir mental stark sind. Und ja, ich denke, bei der Nina sieht man, es kann funktionieren. Also sie ist uns auf absolutem Weltklasseniveau. Und ich glaube, der Nina und auch im Jan kann man sogar einen Olympiasieg zutrauen. Ja, absolut möglich. Wie natürlich der Oberhammer, wenn wir das würde mal eintreten. Man hätte das geglaubt, vor einem Jahr, seit es ein gutes Jahr her, beziehungsweise ein Jahr, hat Jan in Rio am Weltcup bei der Elimination Weltrekord geschossen, 1188 Punkte. Ein Schweizer, der einen Weltrekord schießt in einer olympischen Disziplin. Also, ich rede jetzt hier in allen olympischen Disziplinen, die es in der Schweiz gibt, in jedem Sport, das ist der einzige Weltrekord, den es gibt. Es gibt keinen anderen Weltrekord, man ist sich das nicht so bewusst. Es ist der einzige Weltrekord, der in der Schweiz ist. Eben eine olympische Disziplin. Und dass das eine Schweizer herbringt, zeigt doch, dass wir letztes Jahr vieles Gutes aufgebaut haben, dürfen aufbauen. Genau. Das ist schon wichtig, um mal zu sagen, eben mit der Nina, mit dem Jan, mit der Heidi, mit dem Jason Solari, haben wir wirklich Top-Athleten in unserer Reihe, die auch die anderen wieder werden nachziehen. Gut. Proben sind vorbei. Es geht jetzt wieder weiter. Probeschüsse vom Liegen sind vorbei. Das heisst, wir fangen jetzt an mit einer 5er-Serie in 150 Sekunden. Liegend ist es einfacher, eine Position zu finden. Darum ist auch die Zeit weniger als beim Knien und Stehend. Darum 150 Sekunden. Genau, aber vielfach ist eben auch Serie, die wenig Routine hat. Schießt überall in der Probe rum. Das hat man jetzt wieder gesehen. Und Nina ist vom ersten Schuss an, sie hat 5 Proben geschossen. Das sind 5 Schuss, die sind einfach drin gesegelt. Auch hier wieder. Man sieht das. Wir sehen jetzt gerade Nina im Bild. Grossaufnahme. Ja, konzentriert. Wir sind fokussiert. Und sie hat den ersten Schuss geschossen. 10,0. Ja. Also alle 8 haben mit dem 10 angefangen, sehr, schön. Sehr gut, ja, sieht man nicht alles da. Nein, genau. Das ist wahr, ja. Ich kann vielleicht noch etwas zu der Vanessa Hofstetter sagen, schnell. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, bis sie den 5 Schuss geschossen haben. Vanessa Hofstetter ist vierte von der Qualifikation heute. Sie ist in Nüeneck daheim, schiesst bei der Sportschütze Törishaus. Ihr Beruf ist Polymechaniker, auch in der speziell für eine Frau. Hat Jahrgang 95. Hobbys hat sie geschrieben, meine zwei Büsis, also ihre zwei Katzen. Sie ist uns seit 2006 und ihre sportlichen Erfolge sind ein dritter Platz im Dreistelliger bei den Junioren 2015, der EM und diverse EM und WM-Teilnahmen und auch Weltcup. So. Zu der Vanessa muss ich gerade noch etwas sagen. Ja. Sie hat ihren Rücktritt gegeben im internationalen Schiessen auf diese Saison, also Herren. Sie wird nicht mehr weitermachen. Sehr schade, sie ist immer noch jung, mit 25 hätte sie natürlich noch viele Jahre können dabei sein. Ich bedauere das sehr. Aber Vanessa muss mal wissen, dass sie natürlich sehr jung dazugekommen ist. Mit 15 ist sie schon dabei gewesen. Sie hat schon 10 Jahre eigentlich auf dem Buckel. Und hat das sehr gut gemacht in diesen 10 Jahren. Sie ist vor allem auch Luftgewehr-Europameisterin geworden bei den Junioren. Dritter Platz, wie du es vorhin gesehen hast. Also eine hochdekorierte Athletin. Schade, verlieren wir sie. Aber ich glaube, das muss man einfach auch verstehen. Seit, die Zeit, die Corona-Zeit, hat auch einen Haufen gezeigt, dass es auch etwas anderes gibt im Leben als nur der Sport. Und, genau. Und die Vanessa hat wirklich von dem Sport gelebt. Ja, und wir haben die erste Serie hinter uns. Den höchsten Punktzahl hat Petra Lustenberger geschossen mit 53-0. Dann 52-5 Vanessa Hofstetter, also das Bild sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Der Nina Christen, eine solide Leistung mit 51-9. Da ist sicher, liegt sicher auch noch mehr drin, ich glaube, das kann man sagen. Dann 51-3 je die Valentina Calori und Christina Beard. 50-9, dann Franziska Stark, 50-8 Silvia Kinyar. Also für Silvia Kinyar hat ein kleines Boden verloren. Genau, jetzt. Ja, man sieht jetzt zum Beispiel ganz gut, Petra ist jetzt mit 2 guten Serien bereits wieder in Medaillen nehmen. Ja. Und das hätte man nicht gedacht, nach der ersten 2 Knie in Serie. Und drum. Und, ja, man sieht aber auch die Qualität von der Petra. Das ist wirklich eine hervorragende Athletin. Und wenn die ihre PS auf den Boden bringt. Aber es ist auch cool jetzt. Jetzt haben wir 6 Schützinnen innerhalb
5 Schützinnen innerhalb von 202 Punkten. 202 bis 209. Ja. Absolut cooler Finale. Ja. Eben so macht es Spass am Schluss. Genau. Das ist das, was ich ein bisschen gesehen bei den Frauen, bei den Damen jetzt da. Man hat klar vorab ganz sicher Nina, das ist so. Aber im Windschatten für Nina haben wir ein paar junge, ganz gute Athletinnen, die kommen. Und ich habe das heute schon ein paar Mal gesehen. Wir müssen uns nicht gross Sorgen machen bei den Damen. Da wird es nächstes Jahr noch sicher die eine oder andere freudige Meldung geben, wo da gute Resultate werden geschossen. Da bin ich 100% sicher. Es sind sogar die Europameisterin im Bild, die Valentina Calori, wo liegend einzeln und im Team Goldmedaille gewonnen hat das letzte Jahr. Ja, sehr Freude kam letztes Jahr an der Europameisterschaft. Ich bin ihr Wettkampfcoach gsi, also ich bin mit ihr in dem Wettkampf hinein gsi, dort in Bologna. Es hat ziemlich stark geluftet, also wirklich viel Wind gehabt. Und die Valentina hat das hervorragend gemacht. Ich habe ihr können sagen, du musst nur auf das schauen, nur die Wind fahren, auf die Position schiessen. Sie hat das genau umgesetzt und am Schluss hat sie gewonnen. Das ist der Hammer. Also heute noch muss ich sagen, ein Selbstathlet lebt, der so etwas umsetzen kann, was ihr mitgibt. Und sie hat das wirklich gemacht. Und ich muss sagen, da habe ich schon wirklich grössten Respekt von solchen Leistungen, dass es eben möglich ist. Ich habe schon Haufen dabei sein, wo Leute ganz gut geschossen sind. Und das ist wieder so ein positives Erlebnis gewesen, was da alles möglich ist, was junge Leute durch sich raus können holen. Und ja. Tolles Schussbild. Ah, jetzt geht 2-9. Nein, 1-9, der 25 ist Schuss. Haben wir bei der Christine Beard, hat aus alles ein bisschen rechts gehabt. Dann Chiara Leone, auch gut Schussbild. Eher breit. Also aber Petra auch hier wieder. Nina. Hervorragend. Peter mit 52,4 wieder. Ja. Also jetzt schon auf dem dritten. Also jetzt ist sie schon mit dran. Also ja, in den Medaillen ja. Sogar. Also klare Führung. Nina Christen mit 259,5. Dann Silvia Ginjar mit 256,3. Peter Lustenberger, wie der Dani schon gesagt hat, aufgeholt auf 254,8. Ist dritte. Aber trotzdem schon fast fünf Punkte Rückstand auf den ersten Platz, auf Nina. Dann auf dem vierten Platz Vanessa Hofstetter mit 254,3. Chiara Leone vom fünften mit 254,0. Dann 253,9 Valentina Calvori, 253,8 Christina Beard und Franziska Stark mit 245,9. Kann man sagen, wirklich abgeschlagen im Moment. Ja, das wird schwierig. Also sie schießt ja eigentlich liegend sonst sehr stark, aber auch sie kommt jetzt auch liegend nicht auf Tour. Ja, also wenn sie das jetzt noch würde aufholen, würde es mich sehr überraschen. Also ja, das ist... Es gibt einfach so Tage, wo man eigentlich eben, ich habe jetzt früher schon gehabt, im normalen Programm, ich hätte es eigentlich stärker gesehen, 20 heute, schon in der Qualifikation, schon Schwierigkeiten gehabt. Und hier geht es gerade weiter. Aber eben, noch einmal, ist eine sehr junge Athletin, die macht uns noch nächstes Jahr viel Freude, das bin ich überzeugt. Und ja, das glaube ich auch. Ist jetzt auf dem Weg, wird Profi, also Schritt für Schritt geht es jetzt vorwärts mit ihr. Wird jetzt Profi auf den 1. Oktober her und ich glaube, mehr Training für sie hilft schon, dass sie noch den nächsten Schritt machen kann. Ich habe auch genug Zeit, und das ist das, was ich mir sage. Es ist nicht immer mehr Training, das nötig ist. Es braucht einfach auch mehr Zeit für zu regenerieren. Es braucht mehr Zeit, da können, mit der Sportpsychologie wirklich, das Training aufzunehmen, intensiv aufnehmen. Es braucht den Körper. Man muss also trainieren, kommt die Kraft permanent, koordinative Sachen machen immer wieder. Ja, das Training für eine Leistungssportler im Schiessen, das ist ein sehr breites Training. Es kann nicht nur im Skistand stattfinden. Das ist so. Da kommen viele andere Sachen auch dazu. Wir haben vorher gerade Vanessa Hofstetter im Bild gesehen, wo toll schiesst. Ist jetzt gerade bei 42,3, also im Moment der höchste Wert von der dritten Serie. Nachher werden wir für das Publikum, nachher werden wir dann den Wechsel sehen von liegend auf stehend. Dann in 9 Minuten und nachher wird es dann so weitergehen, dass wir 2 Fünfer-Serien haben in je 250 Sekunden und nach dieser Fünfer-Serie kehrt dann die ersten 2 Schützinnen weg mit dem tiefsten Total und nachher nach jedem Schuss eine. Genau. Der Zwischenstand jetzt, Silvia Ginjar hat wieder Boden gut gemacht, sie hat 52er-Serie gehabt, die höchste Serie hat
den Petra Lustenberger wieder gehabt, mit 52,7. Dann die Vanessa Hofstetter mit 52,5. Stark. Also, ich meine, mit zwei, Petra Lustenberger hat jetzt 105,3 geschossen, beziehungsweise, 150, 100, 57, 158 Eis, also in diesen drei Serien, das ist stark. Ja, sie hat wirklich vorangeschossen. Geschossen. Ja. Also ich habe sie schon stark erwartet, muss ich schon sagen. Also für die letzten Wochen von den Trainings, die ich gesehen habe, die sind wirklich hervorragend gewesen. Auch ja. Jetzt knien nicht gut in den Wettkampf kommen, aber jetzt sieht sie schon, dass sie da absolut zu den Anwärterinnen auf die Medaille gehört, oder? Also, Nina Christen führt mit 310,9 Punkten, dann Silvia Ginjar auf dem zweiten Platz mit 308,3, dann Petra Lustenberger, die extrem Boden gut gemacht hat, jetzt nur noch 3 Punkte hinter der Nina mit 307,5, dann vierte Vanessa Hofstetter mit 306,8, Christine Beard, fünfte mit 305,7, dann 304,8, sechste Valentina Galvori, 304,8 ebenfalls Chiara Leone und auf dem achten Platz Franziska Stark mit 297,3. Ja, also im Prinzip, man kann ja sagen, also Nina ist noch nicht safe, das heisst noch lange nicht, dass sie jetzt da gewinnt. Dass also es, kann ihm, es geht ganz schnell, das ist 2-3 Schuss, kann das sofort gerade umkippen. Ja. Und Petra ist eine ganz gute Stehenschützin, also ich traue Petra da wirklich noch zu, dass sie auch ganz wieder kann noch kommen. Was ich sehr schade finde, heute ist sicher klar, was mich auch überrascht, ist Franziska Stark. Hat da doch ein bisschen viel verloren für sie. Sie wird da sicherlich auch, es wird sie auch wurmen. Heute, der Wettkampf mal durch ist, wird sie sicher mal sagen, was habe ich noch gemacht heute, ja. Oder? Das ist da halt so. Chiara Valentino, auf gleichen, gleichen Punkt, in die sechste im Moment. Es wird sicher jetzt noch einen heissen Kampf geben, um den Kit vorher raus oder eben nicht, oder? Um das geht es jetzt so sicher, dass man im Spiel bleibt, ja. Genau. Wir könnten vielleicht in der Zwischenzeit noch schnell Petra Lustenberger vorstellen und Silvia Ginjar und Nina Christen. Petra Lustenberger kommt von Rotenburg-Luzern. Sie ist uns bei den Kleinkalibersschützen Büren Oberdorf. Sie ist vom Beruf her ist sie Athletin, also sie ist uns profimässig. Noch einen Monat, nicht einmal mehr ganzen Monat, noch bis Ende September. Sie hat September. Auch den Rücktritt gegeben, gell? Nein, sie hat nicht den Rücktritt gegeben. Sie geht einfach weg vom NLZ, aus der Struktur okay. Raus. Sie wird wieder einen normalen Job haben. Sie wird aber weiterhin in der Kader verbleiben. Sie wird auch weiterhin gefördert, weil ich nach wie vor überzeugt bin, vielleicht sogar der Wechsel ihr den nötigen Kick gibt, dass sie zurückkommt auf ein ganz hohes Level wieder. Sie ist im 2016, Februar ist das gewesen, letztes Mal in Gjör, Europameisterschaft dritte geworden, hat dann noch Quotenplatz geholt. Sie hat aber Zeit einfach Schwierigkeiten gehabt, immer wieder den grossen Wettkampf, nie ganz vorgekommen. Ich bin überzeugt, aber immer noch, das ist irgendwo noch da und dass sie wieder zurückkommt, wenn sie den richtigen Schluss kann ziehen. Und jetzt hat sie eben den Schritt entschieden, dass sie den machen will und dass sie jetzt raus will aus dem NLZ, aus dieser Struktur, aus dieser Trainingsstruktur, aus dieser Profistruktur. Und ich finde das so gut, dass man sich auch mal hinterfragt und sagt, komm, kann ich etwas anderes machen? Ist das so gut für mich? Und ich glaube, das ist zeigt jetzt schon heute wieder. Aber schon letzte Woche beim Training schon ein kleines bisschen Befreiung, weil es klingt immer sexy, schön, wenn man dabei sein kann, in so einer Profistruktur. Aber Profistruktur bringt auch viel Druck mit sich, das ist so. Der Petra Lustenberger ist noch ledig. Ausgleichssport hat sie Joggen, Radfahren, also Velofahren und Fitness und kreatives Gestalten. Dann schiessen tut sie seit 2004. Ihre sportlichen Erfolge sind ein dritter Rang an der Schweizer Meisterschaft 2020 liegend, ein zweiter Rang an der Schweizer Meisterschaft 2019 mit einem Dreistellungsmatch mit einem Kleinkaliber. Dann hat sie 2019 den Glarner Summer Cup gewonnen und einen dritten Rang an der EM Gjör 2016 mit dem Luftgewehr. Dann haben wir Silvia Ginjar, wo wir bereits schon darüber diskutiert haben. Auch. Sie kommt von Zürich und schiesst bei Dielsdorf, Jahrgang 74. Also sie ist bereits 46. Sie wird etwa gleich alt sein wie Heidi Diethelm, ähnlich. Heidi ist noch ein bisschen älter. Ja, sie ist von Beruf Schneiderin. Sie ist verheiratet, hat
Ihre Hobbys sind Reisen, Garten und Schnaps herstellen, ganz speziell. Dann, sie schiessen seit 1991, ich meine, sie haben in Lachen angefangen zu schiessen, wenn es mir recht ist. Das ist so, ja. Sportschützen Lachen. Hat 2009 im Weltcup Südkorea einen 8. Rang gehabt, dreistellig, nach 3x20. Dann selbstverständlich etliche Schweizer Meistertitel und Medaillen mit dem kleinen Gewehr. Dann 300 Meter hat sie in der EM zu Dolmetsch einen 3. Rang im Dreistelliger gehabt, einen 1. Rang im Mixed und einen 1. Rang mit dem Team. Dann 2019 am EC-Final hat sie gewonnen mit der Dreistellung. 2018 der WM Südkorea hat sie einen 3. Rang gehabt, liegend. 300 Meter und der 3. Rang mit dem Team liegend im Dreistelliger und 2017 der EM zu Baku hat sie gewonnen mit dem Team im Dreistelliger. Und sie hat 2019 am EC im Europa Cup in Dänemark liegend 600 geschossen, 300 Meter. Also, aber sie erscheinen von denen wenigen, die 600 Mal geschossen haben, ja, auf das Plakat gebracht haben. Also schon, ich muss sagen, wie ich sage, das ist der 5. Frühling. Eben zurück, du hast mich vorhin gefragt zum Alter 46, die Heidi ist 51. Man sieht also, im Alter, wie auch gestern Senioren, die wir gesehen haben, da können immer noch ganz gute Leistungen möglich sein. Ich sehe es einfach ein bisschen so, Silvia ist die Routine, die jetzt einfach wirklich zum Tragen kommt, immer mehr. Sie weiß so viel, wie man gut schiessen kann. Und ich glaube, das bringt sie jetzt wirklich her. Und sicher auch bei der Heidi Diethe, und das darf man sicher sagen. Bei der Heidi ist es irgendwie anders. Sie hat natürlich viel später angefangen zu schiessen. Die Heidi hat angefangen, zuerst mal eine Pistole in der Hand gehabt, dass sie schon über 30 war. Hat zuerst mal mit den Kadern angefangen, ich sage jetzt mal, angefangen flirten, da vielleicht ins Kader zu kommen. Das war schon fast 40 gewesen. Ja. Die Heidi ist jetzt mittlerweile 12 Jahre dabei. Das ist bei der Silvia nicht so. Silvia ist, wie ich mir mal besinne, kommt es mir vor, sie war immer dabei gewesen. Also Silvia ist sehr lange in der Kader dabei. Wir müssen uns vielleicht noch schnell Nina vorstellen, weil nachher geht es dann schon los. Also sie sind stehend bereits am Trainieren. Das sehen wir auf der, wir sehen das gerade Vanessa Hofstetter im Bild. Also Nina Christen, sie kommt von Wolfenschiessen und schiesst bei Büren Oberdorf, hat Jahrgang 94, ist auch Profisportlerin. Ihre Hobbys sind Wandern, Schwimmen und Yoga. Sie schiesst seit 2006 und ihre sportlichen Erfolge sind an den Olympischen Spielen in Rio. 2016 hat sie einen 6. Rang gehabt. Dann hat sie der Weltcup dreistellig in New Delhi 2019 gewonnen und in Bologna ebenfalls 2019 auch im Dreistelliger hat sie Goldmedaille gewonnen. Dann hat sie auch mit dem Luftgewehr einen 2. Rang gehabt, an der EM Zosik 2019. Also, es ist, ihr Stern ist eigentlich so richtig, also nach, so, bei der Olympiade, kann man sagen, dort, das kommt, davor, ist er so richtig aufgegangen. Das also, es war so gewesen, beim 15, dort im Herbst dazugekommen, zum Verband, haben lustigerweise im Sommer 2015 mit der Nina, am gleichen Tisch mal können zu Nacht essen. Und hat die schon länger auf dem Radar gehabt, Nina, schon als Juniorin, man sieht es jetzt gerade im Bild, schon als Juniorin immer wieder auf dem Radar gehabt, vor einem Mal, die macht das gut. Und jedenfalls haben wir ein Gespräch gehabt, vergiss das nie, dort im Sommer, wo ich gefunden, hey, einfach ein bisschen mehr und du bist ganz vor. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, da ist so viel, was noch möglich wäre. Das war dann so gewesen, dass sie hat Spitzensport RS gekommen, ist im Herbst 2015. Und der Spitzensport RS dort hat sie wirklich noch den letzten Kick noch einmal können, also sag jetzt mal, gefunden. Sie hat im Training, im Januar ist das gewesen, 2016, hat sie im Training stehend regelmässig mit die 390 Punkte geschossen, also 395, 396. Sie hat Schussbilder geschossen stehend. Da haben die anderen Kollegen links, rechts sind mal liegend so gute Schussbilder können schiessen. Man kann sich das nicht vorstellen. Und wir haben schon gewusst, dort, also ja, sie ist wirklich Ich Nina Christen im Bild. Ja, grosse Aufnahme. Wettkampf geht weiter mit der nächsten Fünfer-Serie. Ja. Die Fünfer-Serie wird in 250 Sekunden geschossen. Ist eigentlich kein Problem. Das sind 4 Minuten 10 Sekunden. Also, man hat man eigentlich gut her. Genau, man hat genug Zeit. Genau. Eben, bei der Nina hat man einfach gewusst, von diesem Winterweg. Sie ist wirklich zu höheren Berufen. Es ist möglich, sie kann ganz nach vorne kommen.
Es ist doch so gewesen. Also, ihr habt uns wirklich da, nicht irgendwie getäuscht, wenn man so schön sieht, sondern wirklich das zeigt. Immer wieder. Es ist in diesen Jahren, den letzten vier Jahren, wirklich eine von den besten Athletinnen der Welt geworden. Es ist sehr, sehr schade, hat man den Sommer natürlich die Olympischen Spiele nicht können durchführen, dass das jetzt alles ins Wasser gekippt ist wegen Corona. Wir hoffen sehr, dass wir nächstes Jahr die Olympischen Spiele können durchführen, weil es wäre für so Athleten gerade so wie eine Nina schon den Super-GAU in den besten Jahren nicht können die Olympischen Spiele durchziehen, nicht können starten, wie eben wegen Absage. Weil jetzt ist sie fähig, glaube ich, immer noch fähig, auch dort für eine Exploit zu sorgen, eine Medaille zu gewinnen. Nina Christen hat mit 10-4 angefangen, dann 9-7. Silvia Ginjar hat jetzt 9-5 geschossen. Ja, das wird spannend. Ja, es mischelt das noch in Stören stehend. 9-5 und 9-1, Silvia Ginjar. Also man kann schon sagen, Nina ist stehend absolute Weltspitze, das darf man sagen. Ja, und, Schweizer ist sowieso. Sie bringt es einfach auf den Punkt, ja. Oder? Es ist so, meine, sie geht auch mal an einen Wettkampf. Ah, jetzt 10-7. Ja, sie geht auch manchmal an einen Wettkampf, was vielleicht nicht so gut läuft, das kann sein, oder, in der Schweiz. Aber wenn es der international darauf abkommt, der ist sie einfach bereit, das stimmt sie. Wir gesehen, haben gerade Petra Lustenberger gesehen, sie hat den letzten Schuss aus 9,8 gehabt. Sie hat mittlerweile den zweiten Platz übernommen, kann man vielleicht sagen. Im Moment, ja, ich glaube, das Zwischenresultat geben wir dann auch später bekannt. Das sieht man auch da auf dem Bildschirm. Nina Christen 9,8, der nächste Schuss. Also im Moment eine sehr klare Angelegenheit, das muss man sagen. Eben auf Nina werden so viele Lobeshymnen immer gesprochen. Ich glaube, man muss einfach auch sehen, sie hat, was macht sie wirklich besser, Nina? Und ich glaube, wir haben das vor allem versucht, auch zu messen, zu definieren mit dem Skat. Sie noch besser auseinandergenommen zu finden, was ist es. Und heute muss ich sagen, Nina ist eigentlich eine Kompensation geschützt. Das heisst, wenn sie jetzt mehr Bewegung hat, es wackelt mehr, dann zieht sie einfach sauberer ab. Oder hat sie zum Beispiel ganz ruhig, kommt um die anderen Werte, die vielleicht nicht genau stimmen an diesem Tag. Sofort wird sie ruhiger. Und das ist das, was speziell ist. Bei jedem anderen, wenn etwas nicht funktioniert, geht das miteinander eigentlich bergab. Es wird alles weniger gut. Und bei Nina ist es so, dass sie einfach immer wieder irgendwo etwas findet, wo an dem Tag, oh, jetzt muss ich das machen, dass ich dann gleich noch mein Resultat halten kann. Oder eben, vielleicht sogar gewinnen. Und das ist das, was speziell ist. Also, das ist schon wirklich eindrücklich, wie sie über diesen Werten, die sie da geschossen haben, über Jahre, immer wieder staunt. Und ja, sehen sie hier, also hervorragend. Petra Lustenberger hat der, zweite Platz schon wieder abgegeben, aber es ist noch ganz knapp. Also wir sehen jetzt, Nina Christen führt mit 361,9 Punkten. 5,6 Punkte hat sie Vorsprung gegenüber der Silvia Ginjar. Silvia Ginjar 356,3 auf dem zweiten Platz. Nur 0,2 Punkte hinter drei Petra Lustenberger mit 356,1. Dann 355,5 Christine Beard. Jetzt schon eigentlich auf dem Medaillenkurs, kann man ja sagen. Das ist erstaunlich. Also, ich bin auch positiv überrascht, habe auch Freude. Eben, es zeigt einfach auch, dass es auch für einen Verein ja möglich ist, da bei den Eliten da, bei den Profis mitzumischen. In welchem Sport gibt es das? Man muss ja sagen, das ist schon etwas Spezielles und freut mich natürlich sehr. Aber eben, ich habe diese Woche mit ihr das Gespräch geführt und ich täusche mich meistens nicht, wenn ich finde, mal, das ist jemand, der etwas mehr hat. Und das hat sie wirklich. Nach Christine würde ich sehr gerne bei uns auch sehen, also ganz klar. Ja. Dann Chiara Leone auf dem fünften Rang mit 355,0. Dann Vanessa Hofstetter mit 354,3. Valentina Calvori, wenn ich sagen kann, auf dem siebten Rang mit 353,2. Und ich glaube, nach der nächsten Serie wird Franziska Stark wird sicher der Stand müssen flohen mit 346. Ja, es ist weit zurück, es ist so. Aber eben, sehr positiv, oder? Jetzt überrascht sich Christine Beard mit 49,8. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so Macken hätte gehabt, nicht mit Wunder, was weitergeht, den nächsten 5 Schuss. Man muss ja schon sagen, zwischen dem 7. und dem 2. Rang ist eigentlich noch mehr oder weniger alles möglich. Das ist so, absolut. Also wie gesagt, wir haben jetzt die zweite 5er-Serie, wo wieder in 4 Minuten 10 oder 250 Sekunden geschossen wird. Und nach dieser Serie
scheiden die ersten zwei Athletinnen mit dem tiefsten Total aus und dann nach jedem nächsten Schuss die nächste Schützin mit dem tiefsten Total. Die Vanessa Hofstetter mit einem 10,9. Man muss vielleicht einmal noch erklären, wieso 10,9. Ja, die Scheibe ist aufgeteilt einmal worden, schon viele Jahre her. Man hat gesehen, es längt nicht mehr, dass man nur mehr 10er, 9er, 8er und so weiter, es wird zu wenig raussiebeln, das Ganze. Hat man mal Zettelswertung eingeführt. Zettelswertung sind 10 Teiler, 10, 0, 10, 1 bis 9, das macht 10 Teiler. Man hat in jedem Treffenfeld 10, 9, 9 sind auch wieder 10 Teiler, 8 auch wieder 10 Teiler. Und so hat man die Scheibe mal aufgeteilt. Das ist schon sehr, sehr lang. Sie mittlerweile, wo man das gemacht hat, irgendwie 35 Jahre her, wo das eingeführt worden ist, also sehr lang. Dann zwar natürlich noch auf Papierscheibe, ist es komplizierter gewesen, da so eine Finale zu schiessen. Heute, mit der ganzen Elektronik, die man hat, ist es natürlich einfacher auch zu lösen und das vor allem zu sehen. Man sieht es da, wir haben jetzt eigentlich alle Schützinnen schon gesehen im Bild und es haben alle so eine Art wie eine Schieberkappe an. Was bewirkt dann der Schieber? Also das ist ja ein Schirm, man sieht dem Schirm. Also man versucht vor allem, dass es bei den Augen immer das gleiche Licht ist, dass da nicht geblendet werden. Im Tunnel, jetzt gerade am Nachmittag, ist die Sonne von vorne, man hat also Gegenlicht und die Athletinnen versuchen so die Sonne, dass sie nicht die Augen, im Prinzip die Pupillen wie zuzieht, wegen der Sonne. Also es ist wegen dem, was sie da jetzt anhaben. Franziska Stark bereits fertig mit ihren 3 Schuss, 50-7 jetzt stehend, das wäre eigentlich gut, aber es reicht sicher nicht für zum Weiterkommen, also Franziska Stark, den werden wir sicher beim nächsten Schuss nicht mehr sehen. Nina Christen solid, im Moment mit 40-2, der beste Wert hat Chiara Leone gehabt, vorher mit 40-8, jetzt 51-1. Sie ist bereits fertig mit ihren 5 Schuss. Ebenfalls Vanessa mit 50-0. Ebenfalls Nina mit 50-9. Christine Beard überrascht, ja, mit 51-0. Also hervorragend geschossen, ist Schussbild gesehen. Und vor allem jetzt bereits auf dem dritten Zwischenrang. Ja, klar, ja, sehr eng das Ganze, aber ich bin also positiv, wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Sie hat jetzt ein Schussbild geschossen. Ja, Wahnsinn. Hat einen Schuss gehabt, hoch raus, das war 8er gewesen, aber die anderen 4 Schuss sind so, sind geflogen. Alle durch. Ja. Es ist so, dass wir uns leider von der Franziska Stark verabschieden mit einem Total von 397,5. Ebenfalls von der Valentina. Und ja, ebenfalls von der Valentina Calvori mit 403,0. Dann haben wir auf dem 6. Rang mit 404,3 Vanessa Hofstetter. 404,7 Petra Lustenberger auf dem 5. Platz. Dann 406,1 auf dem 4. Platz Chiara Leone. Und sensationelle Dritte mit nur 0,1 Punkte Rückstand mit 406,5 Christine Beard, 406,6 Silvia Ginjar und absolut in Führung mit 6,2 Punkten jetzt Nina Christen mit 412,8. Aber man sieht jetzt, Nina schießt in jeder Stellung, einfach sehr solid. Und das ist eigentlich auch einfach eine Klasse, die sie hat. Sie hat nicht eine Stellung, wo man sagen muss, das ist der Minder und das ist der Besser. Nein, sie ist in allen Stellungen wirklich gut. Und man hat manchmal eben solche Athletinnen, vor allem im Weltcup oder EM, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft unterwegs, da hat es Athletinnen, die sehr Stellung wirklich hervorragend, herausragend. Aber die Nina kann jede Stellung gut sein. Und das ist schon, muss ich sagen, ihre Klasse. Und vor allem jetzt im Finale zeigt sich das wieder. Noch einmal, ich bin total begeistert von der Christine Wert, mit 51-0, Petra Lustenberg, die eigentlich gedacht hat, jetzt zieht sie nicht durch, jetzt kommt sie vor, hat jetzt 2x48-6 gehabt, das ist immer noch gut geschossen, muss man sagen, aber das reicht natürlich nicht, wenn man nachher die anderen sieht, wo vor allem international, muss man sagen, dass mit dem gewünscht kein Blumentopf, nein, oder? Das ist es so. Also es braucht jetzt auch kurz das Resultat von der Nina zu deuten. Der Weltrekord ist im Moment Finalweltrekord bei 464,7. Nina ist im Moment bei 412,8. Also das heißt, sie hat noch eigentlich 1,9 Punkte, die fehlen auf dem Weltrekord. Sie ist immer noch im Bereich, was also. Der könnte sogar holen. Sie könnte natürlich nicht den Weltrekord einstellen, weil der Wettkampf nicht zählt, um den Weltrekord einstellen oder eben zu egalisieren. Petra Lustenberger hat 10,5 geschossen, Vanessa Hofstetter 10,3,
Chiara Leone 10,4, dann Nina 10,0, Silvia Ginjar 9,6 und Christine Beard 8,9. Und Vanessa Hofstetter muss den Stand verloren mit 440,6 Punkten. Wir haben in Führung nach wie vor mit 422,8 Punkten Nina Christen. Auf dem zweiten Platz leider 6,3 Punkte hinter der Nina Chiara Leone. Dritte Silvia Ginjar mit 416,2, 0,3 Punkte hinter der Chiara. Dann auf dem vierten jetzt Christine Beard mit 415,4, weil sie 8,9 hat. Und auf dem fünften Petra Lustenberger, wo man jetzt eigentlich müsste rechnen, dass sie ausscheidet. Aber sie hat nur 1,3 Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Ja, es ist also alles noch möglich, oder? Und im Moment ist jedes Neune oder jeder Fehlschuss ist im Prinzip schon zu viel. Also jetzt ist ganz interessant, jetzt können wir wirklich schauen, wer kommt jetzt weiter. Petra Lustenberger mit einem 10,9. Also toll, top in die Mitte, mit dem wird sie sich rauf können katapultieren. Und wir haben zwei Schützinnen. Das ist ganz verreckt jetzt. Die zwei Schützinnen, Christian Beard und Chiara Leone, die sind punktgleich. Das heisst, sie müssen jetzt ein Shoot-off schiessen, einen Entscheidungsschuss. Genau, es gibt einen Entscheidungsschuss für die zwei. Alle anderen, die drei, die jetzt noch, sind total fünf im Rennen noch. Drei müssen jetzt warten, denn die zwei schiessen einen Entscheidungsschuss. Die besser kommt weiter. Und es ist einfach so, dass immer noch von Rang 2, 3, ist überhaupt nicht klar, wer das ist. Jetzt hat sich Peter eben mit einem 10,9 führen katapultiert. Und jetzt läuft der Shoot-off. Jetzt müssen wir vielleicht schnell ruhig sein. Der ja. Shoot-off zwischen der Christine Beard und Chiara Leone. Man sieht es jetzt im Bild, ja. Genau. Wer schiesst zuerst? Ich sage Chiara. Nein, Christine Beard schiesst 10,3. Und Chiara Leone 8,6. Und das ist eigentlich... Nein, das ist falsch. Ja, beides. 10,3. Das heisst, es gibt nochmal einen Entscheidungsschuss. Das war der letzte Schuss gewesen. Genau. Unglaublich. Es ist fast nicht möglich auf Zettelswertung, dass beide gleich viel schiessen. Ja, aber es geht weiter. Es ist unglaublich. Vor anderthalb Jahren war ich an der Europameisterschaft. Nina war dort der Zweite. Und dann hat es drei letzte Schüsse gegeben. Dreimal Shoot-off. Bis dann Nina Zweite wurde, ist eben ihre Erste. Und ja. Das ist, wie man sieht, dass so etwas noch nie erlebt. So auf Messer schneiden wie dort. Gut. Und auch jetzt hier wieder, ja. Wir kommen zum nächsten Schuss. Zwischen der Christine und der Chiara. Das Publikum ist am Quatschen draussen, das gehört jetzt wahrscheinlich eher nicht auf dem Livestream. Und wir haben Christine Beard mit einer 8,9 und Chiara Leone mit 10,0. Somit scheidet leider jetzt Christine Beard, die so super geschossen hat. Ja, man muss und mittlerweile sagen, ja. Auf dem zweiter Platz ist zwischendurch, scheidet jetzt leider aus. Also ich muss sagen, für sie ist das wirklich ein toller Wettkampf gewesen. Sie hat da wirklich alles gegeben, alles gezeigt. Und ist eigentlich schade, dass sie jetzt ausscheiden muss. Ja, aber es ist meistens so, ich sage jetzt mal im Schluss eben gerade Chiara, muss ich sagen, ist eine sehr gute Schütze noch, dass sie so können Parole überhaupt bieten. Chiara, muss ich schon sagen, grösster Respekt. Wir müssen vielleicht noch schnell etwas sagen. Zwar Nina Christen hat das 9,0 geschossen im letzten Schuss. Und Petra Lustenberger ist nicht wahnsinnig hergekommen, aber sie ist jetzt immerhin auf dem zweiten Platz und hat 5,7 Punkte jetzt Rückstand mit 426,1, dann 425,8 Silvia Ginjar und Chiara Leone auf dem vierten Rang mit 425,1. Also der bei zweite dem Schuss, Platz bei ist dem immer noch möglich. Bei dem Schuss geht es jetzt um die Medaille. Genau. Und das ist also wirklich jetzt der Schuss, der entscheidet. Es ist nicht ja. So, dass jemand Vorsprung hat bei der Nina, klar, Nina ist so weit weg. Da müsste schon etwas ganz Schlimmes passieren, dass sie jetzt nicht mehr wird gewinnen würde. Und der erste Schuss kommt rein. Wir haben Chiara Leone mit 9,6, Nina Christen 9,6, Petra Lustenberger mit 2,3, die weiterhin den Boden gut macht, und Silvia Ginjar mit 9,2. Somit darf der Stand räumen mit 0,3 Punkte Rückstand mit 434,7 Chiara Leone. Und wird da vierte damit, gerade. Genau. Das ist klar.
Ja, das ist sie hat sehr gut, sie hat sehr gut geschossen, muss man sagen. Hat einen Fehlschuss gehabt mit dem 8,6, dann 42. Schuss. Und das hat schon gelenkt und das sitzt eben nicht in die Medaille kommt. Ja, also bei der Peter, ich muss ehrlich sein, ich hätte nie geglaubt, dass Peter noch in die Medaillenränge reinkommt. Also, nach den ersten 2 5er-Serien stehen, habe ich gedacht, es wird schwierig. Und jetzt hat es wirklich gerade einen Turnaround. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Schuss um eine Silbermedaille. Es ist viel Vorsprung, wo Peter jetzt hat, ob sie sich das noch lässt nehmen. 1,4 Punkte, das ist alles möglich. Wir sehen jetzt gerade Peter und Silvia gerade im Bild. Silvia schiesst 10,0, also ist eigentlich klar, Peter kann das nicht aufholen, sie schiesst 9,9. Somit wird Silvia Ginjar ausscheiden mit 445 Punkten. Mit der Bronzemedaille. Ist aber trotzdem auch ein toller Erfolg. Ja, für Erfolg, sie super. Ja, die ist, ja. Die Silvia kann das auch einordnen. Ja. Wenn, heute muss ich sagen, sieht man schon, auch jetzt am Schluss, Kaderunterschied für Nina, Profiathletin, aber auch Petra, eine Profiathletin, die den Unterschied machen. Da kommen junge Athletinnen weiter hinter. Aber eben Silvia mit der Routine hat da heute schon gezeigt, dass sie immer noch gehörig dabei ist und dass da so, ja, sie macht das heute auch mit Freude, viel mehr Freude als vielleicht noch für 10, 15 Jahre, wo es noch das Müssen ist. Jetzt ist es Dürfen. Und da muss ich schon sagen, Respekt oder auch für die Medaille heute. Wir kommen zum letzten Schuss. Also, das passiert noch etwas? Das passiert nicht mehr. Nina Christen hat das 10,5 geschossen am letzten. Wir sehen jetzt gerade Petra Lustenberger im Bild. Ja. Petra Lustenberger ist 9,9. Das sehen wir beide, ja. Beide. Petra mit dem 10,9. Nina! Und Nina Schuss, mit dem 10,7, hervorragende Schüsse. Ja. 7 und Petra 10,9. Ist das ein Finale? Ja, hä? Viel besser geht's Wahnsinn. Nicht. Wahnsinn, schön. Ja, wirklich hervorragend. Auch wieder das Finalresultat von der Nina mit 14,66. Ein super Resultat, muss man sagen. Es war wirklich ein hochklassiger Finale für Nina, was sie da jetzt geschossen hat. Er würde also mal Weltcup, EM, EM immer ganz vorne dabei sein mit so etwas. Und ja, macht Freude so, dass man so Leute dabei hat. Das ja. Ist so. So, wir beenden unsere Übertragung. Vielen Dank, Dani, für deine danke dir, für deine Inputs, für danke deine dir. Informationen. Danke aber auch allen Leuten, die das möglich machen. Der Sius, vielleicht muss man da mal sagen, wie man Sius, der das möglich macht. Aber alle Leute, die mithelfen, hier vor allem auch Jürgen, die da mithelfen, dass man da den Sport so kann präsentieren kann, wenn da vielleicht der eine oder andere daheim dabei jetzt ist, und etwas da verfahren, wo er vielleicht nicht gewusst hat, dann freut uns das. Aber er kann uns ein E-Mail schreiben, zum mal fragen, du, wie ist das genau, hat das nicht begriffen. Jederzeit melden, man kann sich immer beim Verband melden. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag. Wir können jetzt zwar noch zum Sveder Sieger-Interview gehen mit Nina Christen. Da werden wir uns bereit machen. Das wird in Bälde stattfinden. Bis später.
Ja, geschätzte Zuschauer, ich habe da bei mir die Siegerin von der Schweizer Meisterschaft im Dreistellungsmatch, Nina Christen. Nina Christen, wie ist dir heute gegangen in der Qualifikation und jetzt im Finale? Ja, in der Qualifikation ist es nicht ganz einfach gewesen, das sehr beständig jetzt. Und es ist mir auch eigentlich gut gegangen, ich habe gut können mit dem umgehen. Und im Finale ist es... erwartet. So. Es ist eher etwas bisschen wichtig. I think the second microphone goes on the, is not on the outro. Wrong way. Sonst gibst du mir einfach das, was du auch redest. We can talk only with one microphone. Is it possible? Only when we can. Ja, ich habe da bei mir Nina Christen, Siegerin von der Schweizer Meisterschaft heute im Dreistellungsschiessen, 3x40. Nina, du hast einen super tollen Wettkampf geboten heute. Was war für dich die grösste Herausforderung gewesen? Ja, also heute war es nicht ganz einfach mit dem Wind. Kniend ist es noch gegangen, da war er nicht so fest gewesen. Und nachher liegend hat er angezogen und stehend war er auch relativ schwierig gewesen. Von dem her bin ich sehr zufrieden, dass ich wirklich auf dem höheren Niveau können schiessen, mit Abhauen, mit Wind einschiessen, mit dem Ganzen eigentlich können umzugehen. Da bin ich sehr zufrieden. Und auch im Finale ist zwar der Wind ein bisschen weniger stark gewesen, aber trotzdem, mir ist natürlich sowieso mehr unter Stress oder unter Druck im Finale, also ist es trotzdem nicht unbedingt einfacher. Du hast den Unterschied ja vor allem stehend gemacht. Heute hast du eher ein bisschen Mühe gehabt im Liegend. International bist du stehend, das darf man sagen, auf einem Top-Niveau, absolut international dabei. Ist stehend die Disziplin, wo man muss stark sein international, oder wie siehst du das? Ja, international ist es einfach so, dass man auch in drei Stellungen muss gut sein. Also man darf einfach kniend und gerade auch liegend darf man überhaupt nicht viel verlieren. Und schlussendlich entscheidet sich es dann schon eher stehend. Aber wenn man natürlich dann schon liegend eigentlich ein paar Punkte zu viel verloren hat, wird es dann auch stehend schwierig, das aufzuholen. Jetzt heute ist es bei mir wirklich so gewesen, dass halt liegend ist der Wind am stärksten gewesen. Und da habe ich einfach dort wirklich ein paar Punkte eigentlich liegen, wo ich halt die Fehler gemacht habe und halt in den Wind hineingeschossen habe, wo ich eigentlich nicht hätte. Die Selle. Heute hast du stehendes 9,0 geschossen. Wow, ich habe gemeint, das gibt es ja nicht. Also ich habe auch nicht gedacht, dass du jetzt der Petra noch eine Chance lässt, aber 9,0, was ist passiert? Ja, ich bin einfach nur noch gar nicht richtig reingefahren gewesen, ist der Schuss schon gegangen. Also es ist so, dass ich auch meinen Griff ein bisschen fester heben beim Stehen im Finale, einfach um es ein bisschen besser zu kontrollieren. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Es kann auch sein, dass eben der plötzlich ein Schuss ein bisschen zu früh geht, was mir jetzt heute passiert ist. Aber da muss man auch sagen, ich meine, wenn einer so zu früh geht, ist es 9-0 echt noch akzeptabel. Klar, jetzt, heute hat es nicht so viel ausgemacht, aber international könnte so einer natürlich tätlich sein. Nina, du hast heute super tolle Resultate geschossen. 1179 in der Quali und jetzt 6 Punkte Vorsprung fast im Finale. Was macht der Unterschied aus? Das ist schwierig zu sagen. Also ich bin natürlich, da du als Profi bin, kann ich eigentlich jeden Tag trainieren. Das kennen nicht viele, die jetzt da gewesen sind, wirklich das jeden Tag nutzen, weil die gehen oder mehr noch arbeiten. Das ist sicher ein kleiner Vorteil. Und sonst, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es gibt so viele verschiedene Schützinnen da drin. Ja. Christine Beert war zwischenzeitlich einmal auf dem zweiten Platz gewesen. Ich weiss nicht, hast du das mitbekommen? Hat dich das überrascht? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also alle, die heute im Finale waren, sind gute Schützinnen. Und dass es knapp wird werden, das habe ich mir schon so ein bisschen vorstellen, weil auch in anderen Jahren ist es wirklich zum Teil recht knapp gewesen. Und hätte es mehr Wind gehabt heute, wäre es noch knapper gewesen und man hätte noch mehr so ein bisschen Überraschungen erlebt, wie du es jetzt nennst. Aber mich hat das eigentlich überhaupt nicht überrascht, nein. Im Moment ist es ja eher schwierig, vor allem mit Corona.
sind ein Haufen Wettkämpfe abgesagt. Wie sieht denn jetzt so deine Planung aus, deine Strategie, deine Ziele? Ja, es ist, ja, wie sieht es aus? Ja, also im Moment ist es wirklich schwierig. Also das nächste, was noch steht, ist erst Ende Januar. Das ist dann schon wieder in der Luftgewehrsaison. Bis dort gibt es eigentlich nicht. Das heisst, die Kleber-Saison ist jetzt eigentlich fertig. Aber es wird sich nicht so gross etwas ändern an dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Also dem Training, das ich bis jetzt gehabt habe, weil ich ja eigentlich, das ist jetzt der einzige Wettkampf, den ich diesen Sommer gehabt habe. Darum würde ich jetzt weiter mein Training machen und versuchen, möglichst an den kleinen Sachen und an den kleinen Fortschritten mich zu orientieren, weil es eben nicht die grossen Wettkämpfe gibt oder beziehungsweise die grossen Erfolge oder die grossen Chancen. Ich habe schon gelesen, dass du dich willst, weiterbilden willst, also dass du ein Studium willst machen. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Auch für mich, weil ich kann dir nicht wirklich eine Antwort auf das geben. Ich habe einmal ein Studium schon angefangen, das war im 2016. Das habe ich aber nachher abgebrochen, weil ich ja die Stelle beim Militär bekommen habe, als Militärspitzensportlerin. Und im Moment ist es so, dass ich mich entschieden habe und auch wieder beworben habe, frisch bis 2024 eigentlich Profi zu sein und erst nachher mit meinem Studium oder allenfalls mit einer anderen Ausbildung anzufangen. Und ich kann auch wirklich noch nicht sagen, welche Richtung das es wird gehen. Das freut uns natürlich sehr, mich speziell. Nina, wir wissen beide, du und der Jan, ihr habt ein super Top-Level und ihr habt, ich glaube, ihr habt Möglichkeiten, auch der Olympiade etwas zu reissen. Und ich wünsche dir für das viel Glück, viel Erfolg und ich hoffe, dass du das nächste Jahr, sofern die Olympischen Spiele stattfinden können, darfst mit einer Goldmedaille heimkommen. Ich danke dir für das Interview und wünsche dir alles Gute. Ja, danke euch und danke an allen, die zugelassen oder zugeschaut haben. Danke und einen schönen Abend.